Das ist jetzt mal eine Weiterentwicklung vom Tripod. Dabei geht es darum, dass man nicht eine Referenz auf der Fläche erzeugt, sondern dass man einen Startpunkt hat, der irgendwo im Raum liegt und jetzt von hier aus erstmal den Referenzpunkt runter auf die Fläche bringt. Dazu wähle ich die Fläche aus und den Punkt, von dem die Projektion losgehen kann und soll, und erzeuge Tripod. Und die Standardeinstellung ist, dass jetzt von hier aus in normalen Richtung das Lot gelegt wird, also die kürzeste Verbindung zur Fläche gesucht wird. Und hier unten liegt dann der Tripod. Und ich kann jetzt wie gewohnt einfach hergehen, könnte jetzt so, wenn ich diesen Referenzpunkt hier verschiebe, dann wandert der Fußpunkt dort unten mit. Im Forum stand aber auch noch die Frage, ist es sinnvoll, von dem Punkt aus jetzt senkrecht nach unten zu projizieren und nicht in normalen Richtungen. Dazu gibt es ein Attribut, das sagt, die Referenzmode, der ist normal oder vertikal. Wenn ich den jetzt auf vertikal mache, dann liegt der Tripod genau senkrecht unten drunter. Sieht man jetzt in der Draufsicht so. Das ist senkrecht unten drunter. Es gibt verschiedene Modes für diesen Referenzpunkt. Referenzpoint Sketch erzeugt hier einen Sketch, den ich dann hier einfach wieder editieren kann, der dann hier liegt. Es gibt weiter ein Ding, das heißt Circles 1 und machen wir erstmal Circles 2, das versteht man besser. Circles 2 ist jetzt so, dass ich in Projektionsrichtung hier Schnitte mit Zylindern durch die Fläche erzeuge. Das wäre also so, wie wenn ich jetzt genau in Projektionsrichtung in diese Fläche hineinbohre, dann bekomme ich für verschiedene Radien diese Linien raus. Und das zweite ist, dass ich die Vorstellung habe, ich erzeuge um diesen Startpunkt hier Kugeln und frage, wo treffen diese Kugeln die Fläche mit verschiedenen Radien. Und in dem Fall kann ich sorgen, dass zum Beispiel alle Punkte, die auf diese Linie drauf liegen, auf dieser Kurve, alle gleich weit von diesem Punkt entfernt sind und so weiter sind. Also alles äquidistante Kurven. Und da gibt es jetzt erstmal hier eine Vorauswahl, mit welcher Abstand man arbeiten will. Gut, und man kann also jederzeit auch wieder einfach zurückgehen auf den normalen Ref-Punkt-Modus, wo ich den einzelnen Referenzpunkt habe. Und hier nochmal die Sache, wenn ich eben jetzt hergehe und ich erzeuge mir ein Tripod. Die beiden Beispiele, einmal senkrecht nach unten projiziert und einmal senkrecht zur Fläche projiziert.